Gucken wir mal ganz auf, was Kelly Miss Vlog hier langweiliges gemacht hat. Sie hat 20 Quarantäneaktivitäten gegen Langeweile zu Hause herausgebracht. Da kann ich sicher sein, Leute, dass diese Quarantänemöglichkeiten wahrscheinlich gut sind, weil Kelly sowieso die ganze Zeit alleine zu Hause hängt. Das passt an der Stelle. Let's go. Auf geht's. Hallo, ich bin Kelly Swarovski. Okay, was mit deinen Haaren eigentlich passiert, Kelly? Können wir darüber reden oder also... Alles klar. Leiterin der Lonely AF GmbH. Ja, das stimmt. Single Mom Kelly, man kennt sie. Eigentlich bin ich die einzige Mitarbeiterin in der Lonely AF GmbH. Warum sieht dein Make-up aus, als hättest du geheult, Kelly? Wollen wir reden oder nicht? Wieso bin ich eigentlich gerade so gemein, Digga? Was ist denn? Kelly, du bist mega hübsch heute. Seit Jahren spezialisiert sich die Lonely AF GmbH darauf, alles von zu Hause aus zu machen. Nicht um soziale Kontakte zu meiden. Nein, für den Fall, dass eine Pandemie auftritt. Eine Pandemie. Haben Sie schon von Covid-19 gehört? Deutsche Bürger wurden aufgefordert, so wenig wie möglich ihr Heim zu verlassen, um eine Verbreitung des Viruses zu verlangsamen. Gerade in Zeiten wie diesen müssen wir Rücksicht auf ältere und schwächere Mitglieder unserer Gesellschaft nehmen. Don't spread the fucking virus! Wash your hands! Genau, and wash your dicks. Das scheint sich für einige als sehr schwierig herauszustellen. Deswegen will ich als Expertin Ihnen nun helfen, diese Heimquarantänezeit zu überstehen. Denn ich habe jahrelang Erfahrung in diesem Gebiet gesammelt. Und ich werde dieses Wissen jetzt selbstverständlich gerne an Sie weitergeben. Das mag jetzt für einige von euch sehr selbstverständlich klingen, aber geht duschen. Warum ist das zensiert? Ich weiß, was du die letzten Tage getan hast. Du hast nur Netflix geguckt und dich nicht von deinem Sofa bewegt. Warum sieht mein Gesicht eigentlich so komisch aus, wenn ich es wasche? Das sieht nicht nur komisch aus, tatsächlich. Also, das... Dein Gesicht ist wunderschön. What the Und das Schöne ist, ihr könnt euch richtig viel Zeit lassen. Ihr habt so viel Zeit, ihr könnt sogar eine Szene aus Titanic nachspielen, wenn ihr wollt. Ich kann mich nicht an die Szene in Titanic erinnern, wo irgendwer seine Brüste gegen die Duschwand gedrückt hat. Vielleicht bin ich da ein bisschen raus. So geht Duschen nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Das sieht einfach nur aus, als würde ich jemanden umbringen. Verdammt, ihr könnt sogar dieses Wischding benutzen. Hygiene, yay! Apropos Hygiene, ihr könnt die vollen von Zahnärzten empfohlen. Max, der krasse Dank für Gift-Subs. Alhamdulillah, von oben herab. Möge dein Haupt geküsst sein, Lamela. In 2 Minuten. Ich will in diesen 3 Wochen Arabisch lernen, wirklich. Eure Zähne putzen. Ah, schön. Quarantäne-Life ist gar nicht so schlecht, wie man eigentlich denkt. Also man kann seine Zähne immer 2 Minuten putzen, auch ohne Quarantäne. Just saying. Macht euch ein richtig schönes Frühstück und... Was ist das da? Das sieht aus wie Porridge. Okay, nice. Richtig seltsam große Blaubeeren, extrem kleine Bananen. Spekulatius Buddha, keine Ahnung, was das ist. Durchfall? Verspeist es in aller Ruhe. Es ist so gesund und ihr könnt dabei auch YouTube gucken oder was auch immer ihr gucken wollt, einen Stream, whatever. Komplettes... Dings hier ist von Kelly, ist irgendwelche Dings-Sachen, irgendwas Animal Crossing-mäßiges. Dann hier Coronavirus auf jeden Fall ganz weit unten noch gewesen. Animal Crossing, Stardew Valley und irgendein K-Pop-Kram. Kelly, deine Empfehlungen, da müssen wir dran arbeiten. Danach habt ihr richtig viel Zeit, euch fertig zu machen. Ihr könnt... Ich mache mich jeden Morgen fertig, schaue mich im Spiegel an, schreibe mich an, wie hässlich ich bin. Euch schminken, mal etwas Neues ausprobieren. Und wenn ihr euch nicht schminkt, dann probiert's doch mal mit Schminken. Oder ihr könnt doch einfach wichsen. Wichst doch einfach mal. Wer wichst denn hier alles? Einzeln im Chat, wenn ihr gerne wichst. Einfach mal reinwichsen. Man kann doch einfach mal wichsen, Leute. Was denn? Was mit dem guten alten Wichsen eigentlich? Wann wurde das letzte Mal richtig schön gewichst? So ein richtig geiler Wichs-Marathon, Alter. Ich meine, ganz ehrlich, Leute, da muss man doch einfach mal richtig geil reinwichsen. Ja, man sieht schon wieder der Chat, der wichst. Der Chat wichst ungemein gut. Da wird gewichst. Sehr schön, Leute. Und rein in die Olga. Oder schneidet eure Haare. Keine gute Idee. Sah bei dir nicht gut aus? Ah ja, Kelly, da auf jeden Fall auch mal Livestream und sich direkt die Haare schneiden. Perfekt. Nächste Woche in meinem Livestream werde ich mir die Glatze rasieren. Nicht. Ich habe morgen einen Friseurtermin. Den werde ich absagen. Corona lässt grüßen. Ich hoffe, euch hat dieser Livestream gefallen.
Fall. Tolles um ehrlich zu sein, macht das lieber doch nicht. Eigentlich geht es nur darum, neue Styles auszuprobieren und ein bisschen zu experimentieren. Das kann man zum Beispiel auch mit Klamotten machen. Zieht irgendwas an, was ihr euch nicht unbedingt trauen würdet, draußen anzuziehen. Und lebt einfach euer Leben mit Home, wo euch keiner sieht und ihr euch vollständig ausdrücken könnt. Und macht direkt ein paar Instagram-Pics, wenn ihr schon dabei seid. Weil du sehr viel Zeit zu Hause verbringen wirst, würde ich auch einfach mal aufräumen, du faules Stück, damit du dich wohl in deiner Umgebung fühlst und dir keine Gedanken machen musst, dass alles... Wer liegt da drunter, Kelly? Berichten Sie. Ekelhaft ist! Wartet mal, was nicht schmutzig wird, wenn ihr nicht rausgeht. Eure Schuhe! Es gibt keine bessere Zeit, eure Schuhe mal zu putzen. Es ist wirklich die logischste Zeit, das zu tun. Vielleicht sortiert ihr auch ein paar Klamotten aus, steckt das in Kisten, stellt's in den Keller, holt's irgendwann wieder raus und denkt, ihr habt neue Sachen gekauft. Richtiger Lifehack. Hier pose ich mit meinen sauberen Schuhen. Cool. Kelly, das reicht nicht für 3 Wochen. Je nachdem, wie viel du scheißt, ist das ganz schnell weg. Melde dich, wenn du Klopapier brauchst. Oh mein Gott, mein Klopapier! Ihr Schmutzigen könnt auch mal eure Wäsche machen. Ich weiß, das ist super nervig. Trennt alles, wascht alles, seid sauber, genießt euer Leben und passt vor allem auf euer Klopapier auf. Ihr könnt jede einzelne eurer Pflanzen gießen, denn sie haben es verdient. Und nachdem ihr schon so unfassbar viel Arbeit erledigt habt, könnt ihr euch zurück ins Bett legen. Wisst ihr, was das für ein geiles Gefühl ist, wenn man einfach komplett fertig gemacht ins Bett zurückgeht und einfach mal 20 Minuten übelst abchillt? Nee. Und einfach sein Leben genießt, das ist das geilste Gefühl der Welt. Nur zu empfehlen. Es wird Zeit für eure Freunde-Quarantäneliste. Jetzt hast du die Gelegenheit, alle sozialen Kontakte abzuschieben, von denen du eh die Schnauze voll hast, und es einfach aufs Coronavirus zu schieben. Sich mit sich selbst zu beschäftigen ist eh viel geiler. Zum Beispiel könnt ihr den Corona-Dance lernen. Okay, jetzt gerade wird es ein bisschen weird, Kelly, ich weiß ja nicht. Und das Ganze auf TikTok veröffentlichen und ein famous TikToker werden und super viel Geld verdienen. Tiere sind eh besser als Menschen. Lernt eine neue Sprache. Kelly will Koreanisch lernen. Grüße geht raus, oder ist es Japanisch? Ich weiß es nicht. Singt euch die Seele aus dem Leib oder probiert es lieber mit einem anderen Instrument. Überlegt euch, was ihr die nächsten Tage essen wollt und kauft nur das ein, was ihr braucht, um respektvoll gegenüber anderen zu sein, die auch noch was... Ganz wichtig, nehmt Lime-Scooter und fasst die da an, wo alle Leute immer in die Hände husten. Das ist ganz wichtig. Nehmt diese Roller und fahrt damit und dann fasst euch mit den Händen ins Auge. Dann müsst ihr eure Augen einreiben mit den Händen, damit eure Augäpfel sauber werden, nachdem ihr diesen Scooter gefahren habt. Das ist wichtig. ...was kaufen wollen und schiebt dann Panik, weil es nirgendwo im Supermarkt mehr irgendwas gibt. Also ich habe wirklich bis jetzt selten einen Supermarkt gesehen, wo es nichts mehr gab. Bin ich ganz ehrlich. Also eigentlich im Regelfall habe ich da bis jetzt keine Probleme mit gehabt. Wo ist eigentlich das Toilettenpapier? Nehmt voll das Klopapier eurer scheiß Hand, Alter. Wicht euch mit der Hand in den Arsch ab, geht danach duschen, ganz einfach. Ich muss jetzt auch mal sagen, dass mein Gefrierfach nicht sehr pandemiefreundlich ist. Mein Gefrierfach ist auch sehr klein tatsächlich, aber man kommt mit klar. Ist Quarantäne-Leben am Limit. 2x Ice Cream, oder? Ice Cream ganz wichtig für Quarantäne. Boah, wie hart sind die? Kocht etwas, was ihr schon immer mal ausprobieren wolltet, aber nie den Nerv zu hattet, das zu lernen. Natürlich. Die würden sich wundern, wenn da kein Wein stehen würde. Für mich sind das Soufflé-Pancakes. Also guckt mir zu, wie ich Mengenangaben missachte. Koks Ist das da gerade... Ich will nicht wissen. Teile, Küchengeräte absolut nicht richtig nutze, meinen Freunden zugucke, wie sie langsam verrückt werden. Natürlich hat das alles beim ersten Mal absolut gar nicht funktioniert, aber wir haben ja die Zeit, alles nochmal und richtig zu machen. Wonderful. Okay, Oder vielleicht doch nicht so richtig. Der Fluch kann sich noch weiterentwickeln, aber ich hab's probiert. Ihr könntet natürlich auch mal versuchen, ein Buch zu lesen. Das war natürlich ein Witz, ihr sollt absolut nur an eurem Handy chillen. Und euch natürlich verrückt machen, weil ihr nicht mehr genug Klopapier habt.
Kelly, wie gesagt, melde dich. Ich habe sehr, sehr viel hier. Ich bin extrem wohlhabend, wenn du das meinst. Klopapier, das läuft bei mir. Nice Anspruch. Klopapier, das läuft bei mir. Zählt am besten jetzt direkt nochmal eure Rollen nach. Meine ganz persönliche Empfehlung ist, jedes einzelne Blatt nochmal nachzuzählen und wirklich einzuteilen, wie viel euch noch überbleibt. Kelly, das ist Verschwendung. Hör auf damit. Falls ihr noch mehr Tipps habt, schreibt sie in die Kommentare. Ja, und guckt...